Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Dieses Video widmet sich dem Mutterschutzgesetz, genauer gesagt den Änderungen im Mutterschutzgesetz. Das neue Mutterschutzgesetz ist in Kraft seit dem 01.01.2018. Und wenn sich jemand fragt, warum ich dieses Video erst jetzt veröffentliche, Änderungen in Gesetzen sind frühestens 1,5 bis 2 Jahre danach prüfungsrelevant, wenn überhaupt. Ja, das liegt daran, dass die Kurse ja teilweise 1,5 bis 2 Jahre dauern. Und wenn Sie dieses Gesetz am Anfang Ihres Kurses besprochen haben, weil Sie da den entsprechenden Unterricht hatten, dann gehen Sie in die Prüfung mit dem alten Rechtsstand. Ja, deswegen gibt man hier eine gewisse Zeit auch für die Änderung, dass die Änderung prüfungsrelevant wird, wenn überhaupt. Diese Sache ist nach meiner Einschätzung nicht prüfungsrelevant für die schriftliche Prüfung. Warum? Weil die materiellen Änderungen quasi nicht vorhanden sind. Es gibt strukturelle Änderungen, die ich jetzt vorstelle in diesem Video. In der mündlichen Prüfung kann natürlich, wenn man so weit ins Detail geht, ein Prüfer mal fragen, ob das jemand hier mitbekommen hat. Was mitbekommen hat? Nun, das Mutterschutzgesetz hat eine neue Struktur. Und die Auswirkung ist im Prinzip, dass die Paragraphen sich geändert haben. Ja, also materielle Änderungen sind wenig bis gar nicht zu finden, aber die Paragraphen haben sich geändert. Und während ich hier rede, male ich schon mal die Striche, um die neue Struktur vorzustellen. Diese Striche stehen für die neuen 7 Abschnitte. Das ist also der 1. Abschnitt, der 2. Abschnitt, der 3. Abschnitt. Hier schauen wir es mal hier hin, der 4. Abschnitt, der 5. Abschnitt, der 6. Abschnitt und der 7. Abschnitt. Also, das neue Mutterschutzgesetz hat 7 Abschnitte. Und ich fange hinten an, denn hinten finden wir im Prinzip in vielen Gesetzen die Schlussvorschriften. Ja, das ist hier, ich schreibe immer, da wo es losgeht, schreibe ich immer vorne hin, Paragraph 34. Und das sind dann gegebenenfalls weitere nachfolgende Paragraphen. Also das, was ich vorne an den Ast schreibe, ist der Start dieses Abschnitts, wobei hier kein weiterer mehr kommt. Aber im sechsten Abschnitt ist das schon anders, denn der 6. Abschnitt geht los bei der Nummer 32 und da geht es um Bußgeld. Sie wissen, sowas kommt auch immer hinten im Gesetz. Bußgeld und Strafen, die Strafvorschriften. Man kann sich als Arbeitgeber teilweise strafrechtlich schuldig machen, im Sinne des Strafgesetzbuches sozusagen. Und das geht in Paragraph 32 los. Im Prinzip ist es Paragraph 32 und 33. So, dann der 5. Abschnitt ist die Durchführung. Die Durchführung, klingt ein bisschen militärisch, die Umsetzung. Und das geht los beim Paragraphen 26. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal erinnern an die Aushangpflicht. Hat sich nicht geändert, ist aber in einem anderen Paragraphen jetzt geregelt. Und das ist das Wesentliche, was man in der Praxis wissen muss, dass dieses ein aushangpflichtiges Gesetz ist und dass Bußgelder drohen, wenn man das nicht tut. So, dann haben wir viertens, das geht los beim Paragraphen 18, das sind die Leistungen. Paragraph 18 und immer dann geht es weiter. Ne? Paragraph 18, Paragraph 19. In diesem 4. Abschnitt ab Paragraph 18 finden Sie
die beiden wesentlichen Dinge geregelt, die hier relevant sind. Der Mutterschutzlohn, das ist die Lohnfortzahlung oder Entgeltfortzahlung im Schwangerschaftsfall, könnte man sagen. Und das Mutterschaftsgeld, das innerhalb der Schutzfristen gezahlt wird. Und das sind die Leistungen. Ne? Geht los bei Paragraph 18. Im dritten Abschnitt haben wir den Kündigungsschutz. Und dieser Kündigungsschutz ist der Paragraph 17. Der alte Paragraph 9 ist also jetzt der Paragraph 17. Dieser dritte Abschnitt hat nur im Moment diesen einen Paragraphen, nämlich aber den sehr wichtigen Kündigungsschutz für die Schwangere. Der zweite Abschnitt ist der Gesundheitsschutz, der geht los, Paragraph 3, Gesundheitsschutz. Und dieser zweite Abschnitt ist sehr umfangreich und hat Unterabschnitte, die sich um drei Bereiche kümmern. Einmal tatsächlich ab Paragraph 3 die Arbeitszeit, die für die Schwangere erlaubt ist bzw. nicht erlaubt ist. Hier sind zum Beispiel Überstunden komplett weggefallen, eine der ganz wenigen wirklich materiellen Änderungen, dass Überstunden gar nicht mehr erlaubt sind. Paragraph 9, ab Paragraph 9 immer so zu verstehen, ne? Die Arbeitsbedingungen für die Schwangere. Und Paragraph 16 regelt die Sache mit dem Arzt. Der Arzt kann also über die Regelungen ab Paragraph 3 und über die Regelungen ab Paragraph 9 hinaus ein Beschäftigungsverbot über ein Attest aussprechen. Das ist auch nichts Neues, nur die Paragraphennummer ist neu. Und der erste Abschnitt ab Paragraph 1 sind die allgemeinen Vorschriften. Da wird zum Beispiel das Ziel des Mutterschutzes erläutert. Das ist die neue Struktur. Also Abschnitt 1, ab Paragraph 1 allgemeine Vorschriften. Dann hier der Abschnitt 2 ab Paragraph 3, der Gesundheitsschutz. Unterteilt in drei Unterabschnitte. Zeitliche Regelungen, Regelungen bezüglich der Arbeitsbedingungen, der Gesetzgeber nennt das betrieblichen Gesundheitsschutz, und die Regelung, dass der Arzt über ein ärztliches Attest ein Beschäftigungsverbot aussprechen darf, geregelt in Paragraph 16. Der dritte Abschnitt enthält nur einen Paragraphen im Moment, den Paragraph 17, das ist der Kündigungsschutz. Der vierte Abschnitt, die Leistungen ab Paragraph 18. Mutterschutzlohn ist tatsächlich dann auch der Paragraph 18 und das Mutterschaftsgeld ist Paragraph 19. Der fünfte Abschnitt, die Durchführung mit der Aushangspflicht in Paragraph 26 geregelt. Der sechste Abschnitt mit den Bußgeldvorschriften und den Strafen, Paragraph 32 und 33. Und dann der Paragraph 34, der siebte Abschnitt mit den Schlussvorschriften. Das ist das neue Mutterschutzgesetz mit den neuen Paragraphennummern und der Überblick, wo man die Dinge findet. Alles Gute, Marius Ebert.